sitze hier gerade in einem sehr bekannten Café. Und eigentlich ist es kein Café, es ist ein Restaurant. Und wir essen, also erstmal zeige ich, wo ich sitze. Okay, ich bin. Wir essen wieder diesen mega geilen Burrito. Und wir haben uns die Zungen gebrochen. Ja, wir nehmen die Zutat und die und die. Und da meinte der nette junge Mann, ihr könnt doch Deutsch sprechen. Und so, ne? Und haben dann gesagt, was wir alles haben wollen. Mugi ist schon ganz hungrig und isst. Hier ist es. Oberlecker. Oberlecker. Tesi sucht ihre Visitenkarte, weil, also A, ist der junge Mann aus Jena, hat Sport studiert in Jena und war 2 Jahre in Australien und arbeitet jetzt hier in Kanada. Mega witzig. B, war dann noch eine andere Kassiererin. Und die hat erzählt, dass sie aus dem Iran kommt und da will Tesi ja unbedingt Connections aufbauen. Und deswegen schreibt jetzt ihre Visitenkarte voll und es ist so witzig. Überall, wo wir heute hingehen, passiert irgendwie was, was wir eigentlich nicht geplant haben. Wir versuchen eigentlich schon den ganzen Tag Obst und Gemüse zu kaufen hier in Chinatown und sind von einem Laden in den anderen gekommen. Es geht gar nicht. Also wir haben jetzt auch kein Obst und Gemüse, weil wir in einem richtig krassen Shop waren. Liebe Grüße nach Jena an Ting Hui. Wir sind hier in der Nähe von Chinatown und an Anna und natürlich auch an Mathilde. Ich denke an euch. Liebe Grüße an Jena. Tschüss. Mugi auch Grüße? Klar. Guten Appetit. Ich grüße den Rest der Welt. Mahlzeit. Ich grüße euch natürlich alle. Und ja, also wir haben jetzt kein Obst und Gemüse in Chinatown gekauft, weil wir es irgendwie nicht dann geschafft haben. Wir waren in Guest Town, wir waren in so vielen kleinen süßen Läden und in einem Laden war auch wieder eine Katze. Die war natürlich ganz verrückt auf meine Katzenmütze und wir haben auch den ganzen Tag nichts gegessen, weil wir voll lauter Euphorie vergessen haben zu essen. Zwischendurch haben wir mal ein Bonbon geschenkt bekommen, den wir dann gegessen haben, aber verrückt. Ja, also wirklich ganz verrückt. Jetzt, wie spät ist es jetzt, Leute? Um sieben. Um sieben ist es jetzt. Jetzt essen wir, glaube ich, das erste Mal richtig am Tag. Richtig. Wir haben zu Mittag einen Ahornbonbon gelutscht. Genau. Und mal gucken, wie wir dann zurückkommen. Morgen soll es nach Victoria gehen. Auch das mal gucken. Wir sind offen für alles. Und ja, jetzt werde ich erstmal essen.